nochmal. Wie heißt eigentlich diese Dinger beim Bowling? Das wird mir heute Peter erklären. Peter, willkommen bei Fitbox. Hallo Marie, herzlich willkommen. So, für das Bowling brauchst du erstmal andere Schuhe. Okay, danke. Gib mir bitte so lange den Ball. Ja, dann komme ich gleich wieder, ja? So, hier bin ich. Ich habe die Schuhe angezogen. Ja. Diese Schuhe gibt es in verschiedenen Größen. Oh, oh. Ja. Woher kommt eigentlich Bowling? Bowling hat den Ursprung eigentlich vom Kegeln her. Und die Kugeln? Wie nennt man die Kugeln oder haben die einen bestimmten? Weil die aus Amerika kommen, die nennen alles, was Kugel ist und rund ist, nennen die Ball. Ja, wie bist du zum Bowlen gekommen? Ich bin durch den Betriebssport nicht dazu gekommen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Bowling. Ich war grottenschlecht, aber mein Ehrgeiz war so stark und jetzt bin ich immer noch dabei. Dann lass uns mal loslegen. Ja, okay, fangen wir an. Ja. Da vorne ist was, was du umschmeißen musst. Okay. Also es wird komplett ins kalte Wasser geworfen jetzt? Ja. Okay, gut. Schade. Viel Fitness braucht man nicht. Es geht im Endeffekt, ist eine reine Konzentrationssache. Nimm die einfach mal so und die andere Hand stützt du dagegen. Dann kann der Ball nicht mehr runterfallen. Jetzt versuch noch mal. Oh, war die schlecht, ne? Ja. Ah, nee. Okay. Das waren nur drei Schritte. Wenn man es richtig machen will, dann ist es eine reine Konzentration und es ist der Bewegungsablauf. Ja, da braucht man gleich viel Erfahrung auch dazu, oder? Ja, also, ich glaube, am ersten Mal also, ist es sehr ich bin noch seit 84 angefangen. Okay. Ja. Vor meiner Geburt. So. Von der Platzierung her meines Fußes ist alles in Ordnung. Ja. Nur muss ich diesen Pfeil treffen. Du musst treffen. Den zweiten Pfeil treffen. Okay. Und du konzentrierst dich nur auf den Pfeil. Ja, ja. Hey, da war genau drauf, ne? Also für mich bedeutet Bowling, ich treffe viele Freunde, nicht nur in Bremen. Oh, da war gut. Ich kann mich unheimlich gut konzentrieren, ich kann mich entspannen. Hast du gleich gespürt, der wird gut. Der dritte Aspekt ist, meine Frau hat ihren Freiraum, wenn ich auf der Boden fahren bin. Du suchst Streit mit mir, ne? Nicht schlecht, gell? Ich spiele nicht mehr mit. So, Marie. Im ersten Spiel über 100. Ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. War ganz knapp, war das ja. Ganz knapp. Ganz knapp. Ja. Ja, danke schön. Strike. Und jetzt seid ihr dran. Bis bald, eure Marie-Laurence. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marie-Laurence.